Hallo, ich habe jetzt ein kleines, schnelles Video für dich. Macht aber ja nichts, ist trotzdem auch mal schön. Es gibt bei uns, juhu, endlich wieder von Kamms die Too Good To Go Tüten. Ich habe mich so dermaßen gefreut, ja. Ihr kennt ja das Prinzip von Too Good To Go. Es gibt viele Geschäfte oder auch Discounter sind ja auch Geschäfte. Also viele Geschäfte, die dann hingehen und ihre Ware anbieten, dass man die am nächsten Tag oder abends halt noch abholen kann. Und es sind halt Sachen, die von dem Tag übrig geblieben sind, kurz vorm MHD stehen, bei manchen knapp dran oder kurz drüber. Ja, und dann könnt ihr solche Sachen für einen super Schnäppchenpreis bekommen. Und unser Kamms-Filiale hier hatte wirklich mit die besten Tüten. Ich kann es nicht anders sagen. Es war so schade, als mir gesagt wurde, machen wir nicht mehr. Ja, jetzt habe ich mitgekriegt, wir sind doch wieder drin in der App. Und ja, dann habe ich mir die natürlich sofort geholt. 3,50 € kostet sie. Es wird ein Gegenwert von mindestens 10, nee, nicht von mindestens, von 10,50 € versprochen. Ja, wenn ich so meinen Blick nach da unten werfe, hat sich's auf jeden Fall gelohnt. Ich zeig's euch mal. Grandios, wirklich grandios. Es ist für alles gedacht. Also, womit fange ich an? Ene, mene, mis, noch hab ich den Kies, ene, mek, und du bist weg. Fangen wir damit an. Also, die Kronprinzen. Ja gut, der ist jetzt ein bisschen sehr dunkel geworden, ne? Also, das ist nicht gerade so mein Liebling, aber dann kriegt mein Mann den und ich esse den. Ja, also, wir backen immer gerne am nächsten Tag in der Heißluftfritteuse die Sachen nochmal auf. Ich verwahre die immer, deswegen seht ihr das schon hier, diesen Müllbeutel. Das ist so ein Trick, den ich schon ewig habe, funktioniert gut. Ich lasse die in der Tüte und dann nochmal in den Müllbeutel. So. Das heißt also für morgen und übermorgen. Dann haben wir hier die Stütchen. Viele sagen auch Mürbchen, glaube ich, dazu. Das sind schöne große Brötchen, wie ihr seht, ja. Und die könnt ihr wirklich so puff, puff, ne? Die könnt ihr mega noch Tag 3, Tag 4 benutzen, teilweise auch noch Tag 5. So, und für morgen werden mein Mann und ich uns das dann teilen, beide zur Arbeit mitnehmen, die gefüllten Berliner, sind Berliner, die sind doch immer gefüllt, ne? Ich versuche gerade zu erkennen, ja, das scheint klassische Erdbeermarmelade zu sein, so wie es aussieht, ne? Also von daher, die werden wir uns dann beide schmecken lassen. Und noch, guck mal, tada, für 3,50 €. Yeah! Also wenn ich jetzt öfters das Glück habe, sie wieder rechtzeitig zu kriegen, das ist ja immer so eine Frage, ne? Bin ja nicht die Einzige, die die haben möchte. Dann werde ich euch die wieder öfters zeigen. Ich hoffe, es klappt. Ja, und bis dahin bin ich erstmal gespannt, was ihr jetzt so sagt. Hattet ihr bei euch auch das Glück irgendwie, dass eine Kamms-Filiale dran teilnimmt an Too Good To Go? Ich finde es, wie gesagt, klasse. Ich finde es immer so schade, weil ich weiß, die müssen da einiges für abgeben. Ich habe auch schon mal angeboten bei dem, ne, und habe, also wie ich dann regelmäßig war, habe ich dann gesagt, von mir aus braucht ihr die auch gar nicht in die Too Good To Go setzen. Ich komme einfach jeden Dienstagabend und hole mir die. Aber das geht leider nicht, ne? Also von daher muss ich dann immer hoffen, dass sie drinstehen, weil das ist ja auch so eine Sache, die sind nicht immer drin, ne? Nur dann, wenn entsprechend Sachen übrig sind, die dann noch reingeben. Also von daher heißt es Daumen drücken und dass ich euch jetzt wieder öfters die Tüte zeigen kann. Tschüss!